Expo 2030. Der Name klang schon mal ziemlich visionär und zukunftsgewandt. Und genau das war wohl auch das Ziel. Denn die Premiere der neuen Veranstaltungsreihe im Kulturzentrum Dabendorf war Teil des ambitionierten Vorzeigeprojekts Zukunft Zossen. Vor einem Jahr fiel der öffentliche Startschuss. Zossen hatte sich bei der Brandenburger Landesinitiative Meine Stadt der Zukunft als eine von 8 Städten durchgesetzt. 86.000 Euro Fördermittel sollen dabei unter anderem in die Erarbeitung einer Mobilitätsstrategie, zum Beispiel mit ressourcenschonenden Fortbewegungsmöglichkeiten, aber auch in neue Konzepte für die Kitas und Schulen von morgen fließen. Am sichtbarsten für die Allgemeinheit dürfte ein Jahr später nun die Expo 2030 gewesen sein. Mehr als 30 Aussteller und Vereine aus Zossen und Umgebung präsentierten sich. Man merkt ja selber, man kann hier mit anderen Unternehmen, mit anderen Vereinen in Kontakt treten. Man sieht hier die Vorsitzenden, man bekommt auch mehr mit, welche Vereine sind hier überhaupt in Zossen, welche Vereine sind hier aktiv. Ich halte davon sehr viel, weil Unternehmer oder Menschen zusammenzuführen, um gemeinsam irgendwie irgendwann auf die Beine zu stellen, immer wesentlich stärker und effizienter ist, als irgendwas alleine zu machen oder wie auch immer rumzudümpeln und alle zusammenzuholen und an den Tisch zu setzen, ist immer gut. Immer gut. Mir hat es auch gefallen, dass die Vereine ihre Sorgen und Nöte auch mal in der Podiumsdiskussion loslassen konnten, beziehungsweise auch, dass Unternehmer gesprochen haben, die sich hier engagieren oder auch engagieren wollen, sodass die Probleme alle mal öffentlich auf den Tisch kamen. Und nur hoffen wir, dass sie in Zossen noch was bewegen können dahingehend. Kontaktpflege, nette Leute treffen, ein bisschen austauschen. Insofern, das hat auch gut funktioniert. Mit der Expo 2030 sollte vor allem die Leistungsfähigkeit und Vielfältigkeit des Wirtschaftsstandortes Zossen abgebildet werden. Ebenso ging es um Perspektiven für die Vereine der Stadt. Ähnlich ambitioniert klingen die Ziele des groß angelegten Projekts Zukunft Zossen, von dem wiederum nicht alle in gleichem Maße überzeugt sind. Es war auch zumindest in den Anfängen ja so ein bisschen was Aufgesetztes, Fremdes für die Stadt, weil viele der Sachen, die dann im Zuge dieses Projektes versucht wurden zu entwickeln, die gab es eigentlich in Zossen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, dass die alten, immer schon oder schon lange da Engagierten so ein bisschen außen vor waren und da schwer mit reingekommen sind. Jetzt hier sind sie ja auch vielfach mit dabei, also das hat sich dann im Laufe des Prozesses auch zurechtgeruckelt so ein bisschen, aber es war aus meiner Sicht ein relativ schwerer Start und ich tue mich halt mit solchen, ja, ein Stück weit mit viel Geld von außen initiierten Sachen immer schwer. Ich denke, sowas muss von innen eigentlich wachsen. Neben Ausstellern gab es auch Podiumsdiskussionen sowie einen Unternehmer- und ehrenamtlichen Preis. Die ersten für Herbst diesen Jahres angekündigten Ergebnisse des Zukunftsprojektes ließen hingegen noch auf sich warten. Dabei sind die Wünsche abseits von Mobilitätsstrategien meist recht schnell formuliert. Unsere Kinder, sage ich mal, die so Abitur machen, die kommen halt nicht nach Hause. Das ist halt schon eine schwierige Situation. Und auch, ich sag mal, touristisch ist ja Kalinchen sehr frequentiert. So ein Radweg wäre auch schon mal ganz gut, wa? Würde ich mal sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind schon, da könnte man was tun. Aber vielleicht wird ja bald was getan. Eine gute Planung vor dem Handeln hat ja schließlich auch noch nie geschadet.